Herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier für die Boys Stars 2 vs. 2 Championship. In diesem Teil wieder mit zwei Top-Spielern am Start. Qualax und T. Servus. Moin Moin. Servus. Schön, dass ihr am Start seid. Ihr gehört zum LA Esports Team. Da gibt es ja bereits zwei, die sich qualifiziert haben. Ist halt das Einser-Team praktisch. Ja, starten wir gleich los mit den Fragen. Und zwar wie bei jedem Team. Was sind eure Erwartungen? Was sind eure Ziele für die Championship? Also erstmal unsere Erwartungen. Wir wollen erstmal spannende Games haben gegen die anderen Spieler. Und natürlich wollen wir auch die Gruppenphase, also leicht überstehen und dann also bestens Viertelfinale kommen. Aber so spielen wir es just for fun, also könnten wir auch rein theoretisch Gruppenphase rausfliegen. Ja. Das ist auf jeden Fall auch mal sehr interessant zu hören, dass nicht, wie jeder andere sagt, ja, Halbfinale auf jeden Fall. Aber auch mal schön zu hören, was eure Ziele sind. Ich glaube, das sind auch auf jeden Fall Ziele, die leicht erreicht sind. Also ich denke, es ist möglich, ja. Dieses Interview ist ja jetzt noch vor der Auslosung, findet das Ganze statt. Gibt es da aus dem Spiel so ein paar Duos oder so, die ihr gesehen habt, auf die ihr gar nicht treffen wollt, auf die ihr gar nicht Bock habt so? Ja, auf jeden Fall wollen wir nicht gegen Donner oder Joker facen, weil die halt schon viele 2 gegen 2 Turniere gespielt haben und eigentlich ziemlich gut sind. Oder auch Melee 5s. 5s kann da schon ein bisschen carryen, die sind auch nicht schlecht. Und dann gibt es noch vielleicht X-Ray Küken, die viel Erfahrung haben, ja, es. Die sind auch nicht schlecht, also die drei. Das auf jeden Fall. Aber abwarten. Melee 5 haben sich bis jetzt ja noch nicht mal qualifiziert. Die müssen ja erstmal die Quali schaffen. Aber warten wir da mal ab. Auf jeden Fall. T war ja schon bei der One vs. One Championship dabei. Für dich, Qualax, ist es ja noch ganz was Neues. Du kennst es ja noch nicht. Konntest du trotzdem schon ein paar Tipps ab, so mitnehmen von vielleicht YouTube letztens oder auch von T? Ja, also T ist allgemein ein guter Spieler und er kann auch halt sehr viele Brawler, also für sehr viele Brawler spielen und es könnte von Nutzen sein. Und ja, vielleicht können wir auch so weit kommen. Also auf jeden Fall ein guter Spieler, der auch manchmal carryen kann. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin gespannt, wie ihr euch schlagen werdet. Ja, dann kommen wir auch zu T. Du warst ja damals eben mit dabei bei der One of One Championship. Hattest damals eine sehr schwere Gruppenphase mit, glaube ich, X-Men in der Gruppe und Orion und ganz starke Spielern. Bist damals wirklich ganz, ganz knapp ausgeschieden. Trotzdem erinnern sich noch viele daran, an die Sprüche, die du davor schon abgegeben hast. Wie ist es dieses Jahr? Wieder ein paar Sprüche oder willst du dieses Jahr lieber auf die Games konzentrieren? Also dieses Jahr werde ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Also ja, halt Fokus auf die Games. Auf jeden Fall möchte ich die Gruppenphase durchstehen. Mindestens Achtelfinale kommen. Ja, mit den Sprüchen lasse ich dieses Jahr sein. Letztes Jahr hat es leider nicht ganz damit funktioniert. Schade auf jeden Fall. Aber war, muss ich zugeben, auch wirklich die schwerste Gruppe, die du hattest. Mit Gruppe E, da kann ich nämlich gut daran erinnern. Ja, und zum Abschluss, welche Brawler gibt es so, die du gar nicht haben willst in der Championship, wo du sagst, nee, auf die habe ich derzeit gar keinen Bock? Auf Grom, also den Brawler mag ich gar nicht. Mac? Ja. Ja, das war's. Der Rest mag ich egal. Ja, die zwei stärksten Brawler, glaube ich, derzeit im Spiel. Aber ich kann euch versichern, solange die nicht gebalanced werden, werden die auch nicht gespielt werden dürfen bei den Brawler-Coms. Aber vielleicht werden sie noch gebalanced rechtzeitig, vielleicht sehen wir sie dann im Halbfinale oder so mal. Aber da warten wir eben ab und schauen, was kommen wird. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr Zeit hattet fürs Interview und ich wünsche euch viel, viel Glück bei der Championship. Jo. Danke. Tschüss. Danke.